Moin Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute spielen wir einen Welt-Simulator. Wie es echt sieht, hier die USA. Ich habe es mir geholt. Ist kostenlos, kann man es für Handy spielen. Man kann sich ein Land aussuchen. Diesmal habe ich Amerika genommen, habe schon etwas gespielt. Um das dazu machen, nuklearen Angriff. Schon 15 Länder eingenommen, meine Armee ist okay. Könnte besser sein, aber ist auch gut. Ich bin Witch 2000. Ich interessiere nichts für meine Armee, geht gar nicht. Oh, Mano. Und du ist liegen. Wo liegt denn du ist? Und du hast. Das Land ist echt das unbeliebteste irgendwie. Gut. Nukleare Abschreckung. Hier ist eine nukleare Abschreckung. Hier ist noch eine Abschreckung. Ich denke, mein Name wird echt gut sein bis jetzt. Mal sehen. Auf was? Die Frage, für was benutze ich den nuklearen Anschlag? Ich schieße nicht einfach eine Atombombe rum. Die eher meine Frage würde, wie viele Atombomben ich da hätte. Wenn ich Atombomben hätte, dann hätte ich gerne viele. Und dann nur 10 Stück. Ich habe nur Beobachtung. Ich brauche mein Angriff, Flugzeug und Kampfflieger. Die sind mir wichtiger. Okay. Jamaika, wo liegt es? Oh, mein Land hier. Nun bin ich pleite. Bis jetzt sieht es so aus, aber könnte besser aussehen. Am Ende des Videos werde ich den atomaren Anschlag benutzen. Atombomben. Mal sehen, was kann ich noch so einkassieren? Luftwaffe. Bomber, sind die wichtig? Kurz überlegen, ja. Von den Bomber kann man nie genug haben. Man braucht die immer. Wenn ihr hier kann ich. Ziel des Ziels. Muss alle 109 versichern. Die Diktatur. Alles. Was ist eine Diktatur? Wenn jemand das weiß, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da keine Ahnung, was das ist. Länderkunden. Königliche Armee. Ja.
Wieso denn alles so dafür? Du stürzt ab, ich brauche Geld. Kampfchat. Hier, so sieht die Welt aus, Satelliten. Schon viele Länder gibt es. Auch Deutschland. Deutschland hat eine starke Armee. Aber nicht echt alle Länder, es fehlt schon eine Menge. In wie sind wie viel? 198, aber hier gibt es nur 50. Mein nächstes Ziel ist dieses Land hier, die Philippinen. Meine Armee, meine coole Armee. Wenn ihr noch mehr Folgen von denen schon sehen wollt, von dem Spiel, schreibt es in den Kommentar und liked das. Daumen hoch. Das zeigt mir, dass ihr das cool findet. Dass ihr davon noch mehr sehen wollt. Okay, 50. Das muss ich auch mal verbessern. Was brauchen wir mehr? Besser als das hier. Raketen braucht man immer. Wie ein Kampfschiff. Zerstören. Brauche ich einen Zerstörer? Gut, überlegen. Ja, so ein Ding könnte nie stören. Kuba. Oh, noch eine bitte. Welches Land in Wuhan, wo liegt das Land? Okay. Der Atomaranschlag beginnt bald. Die Atoms. Hier, ich brauche Geld. Danke. Ich muss mir echt Daten von den Philippinen holen, weil ich echt keine Ahnung habe, wie stark die sind. 50, 46, 40. Also bei mir läuft, wenn ich alles über 50 habe. Und mit dem atomaren Anschlag habe ich den Vorteil auch noch dazu. Okay. Püsch. Gut. Hier Codeabführung 167. 167. Weiter. Danke, ich will Atomwaffen schießen. Philippinen, fortfahren. Der heilige rote Knopf ist da. Sind die wirklich so rot? Keine Ahnung, sieht interessant aus. Das Ding drücke ich, wenn ich 1000 Geld habe. Ja. Der Knopf sieht echt rotartig aus. Ich drücke den bald. Ja,
Zielland ausgewählt. Philippinen. Die Atombombe startet. Und sollte ich es? Hallo. Was ist das? Das ist nur eine. Cool. Schneller. Habe ich das erste Mal gemacht und das ist und jetzt. Hallo? Wieso meine halbe Rakete abgestürzt? Cool gemacht. Aber wie landet ihr? Ui. Ja, ich hab's einfach erobert. Cool! Ich dachte, meine nuklearen Waffen würden schwach sein. Ich brauche Money. Philippinen lohnt sich echt? Püsch. Ah, ich könnte nur einmal. Ja, Philippinen mit der Atomwaffe schießen. Ist auch so unser Alltag. Ich habe Philippinen erobert. Ich würde das Spiel weiterspielen. Bis ich jedes Land erobern werde. Noch einen schönen Tag. Vergiss nicht zu abonnieren, zu liken und bye. Und tschüss, tschüss. Noch einen schönen Tag. Bye, bye.